Hallo zusammen, heute mit dem neuen Champion oder Championine Jinx the Losing Cannon, frisch vom Beta-Server. Jinx ist ein neuer ADC in LoL, der mir besonders sehr viel Spaß gemacht hat beim Anspielen. Aber meine Meinung zählt ja eh nicht, deshalb fangen wir jetzt auch direkt an mit den Abilities. Das erste, was es gibt, ist das Passiv, Get Excited. Jedes Mal, wenn man einen Tower oder einen Champion tötet, kriegt Jinx einen Movement Speed Bonus. Wie immer können sich die Zahlen auf dem Beta-Server ändern. Zurzeit sind es 175%, das heißt, ihr lauft 75% schneller als sonst. Was sehr, sehr, sehr geeignet ist zum Tower-Diven und danach wieder rausrennen, sofern ihr jemanden tötet. Oder auch in Teamfights, wo ihr jemanden getötet habt und dann schnell weglaufen müsst. Womit wir dann zu der Q-Ability kommen, nennt sich Switcheroo. Ist die wichtigste Ability von ihr, wenn es darum geht, seinen Skill-Cap zu erhöhen oder sie zu mastern. Es geht darum, dass ihr Q die Waffe switcht. Einmal gibt es die Waffe Fishbones, das ist ein Raketenwerfer und jedes Mal, wenn ihr damit schießt, kostet der Schuss Mana. Dadurch macht eure Auto-Attack mehr Schaden. Zudem hat eure Auto-Attack nun einen AOE-Effekt, der ähnlich wie der Explosive-Schuss von der Tristana sehr gut zum Pushen geeignet ist. Die zweite Waffe ist Pew Pew the Minigun. Diese Auto-Attacks kosten kein Mana und geben euch einen kleinen Auto-Attack-Speed, der hochsteckt bis zu 3-mal und solltet ihr nicht angreifen oder die Waffe wechseln, langsam wieder vergehen. Der Sinn der Sache ist also, ihr wechselt auf die Minigun, um euren Attack-Speed hochzubuffen, um dann wieder Fishbone zu aktivieren, um mehr Schaden, AOE-Schaden zu erzielen. Als W-Ability haben wir Zap. Wir schießen einen Skillshot, der den ersten Gegner, den er trifft, Schaden zufügt, ihn slowt und auch für 2 Sekunden Vision erzeugt. Mit Zap kann man sehr viel Schaden machen, jedoch braucht seine Cast-Time etwas. Die Range ist jedoch sehr hoch, würde ich so einschätzen wie ein voll aufgeladener Varus Arrow. Womit wir auch schon bei der E-Ability wären, sie nennt sich Flame Chompers, wo Jinx 3 Granaten in einer Linie wirft. Diese Granaten sehen so aus wie Jinx zurzeit. Ich denke, das wird aber noch geändert. Die Granaten erzeugen einen leichten AOE-Schaden um sich herum und sollte ein gegnerischer Champion sie berühren oder durchlaufen, wird dieser für kurze Zeit getötet. Als letztes haben wir noch hier Ulti, das auf R liegt. Super Mega Death Rocket. Jinx schießt eine riesige Rakete ab, die ähnlich wie der Ash Arrow durch die ganze Map fliegt und je weiter sie fliegt, desto mehr Schaden verursacht sie. Und ich freue mich schon auf viele Videos, wo Leute mit der Super Mega Death Rocket irgendwelche Leute abgesniped haben auf der Map. Jinx macht mir sehr viel Spaß im Spiel, auch gerade mit ihrem Kit und den einigen CCs, die sie hat, kann ich hier schon fast gar nicht abwarten, dass sie endlich bleibt. Diesmal konnte ich glaube ich leider nur Spiele bieten gegen Mitbots, weil die normalen Spiele war es unmöglich mit dem derzeitigen Ping Jinx überhaupt zu picken. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. You think I'm crazy? You should see my sister.